Zelten ist ein Abenteuer, Kinder. Was soll man machen? Hallo? Heute geht's los, heute fahren wir in Urlaub. Es hat heute Morgen richtig krass geregnet und dann habe ich mir gedacht, es wäre gar nicht so cool, wenn man mit so einem Zelt unterwegs ist und es regnet die ganze Zeit. Aber egal, wir fangen jetzt einfach mal erst an zu packen und dann legen wir los, weil ein Zurück gibt es jetzt nicht mehr. Ich weiß, es ist ein Holzbohrer, aber in der Not frisst der Teufel Fliegen. Das muss alles ins Auto und in den Anhänger. Das Ding da ist rappelvoll, das Auto ist auch gut vollgepackt. Dinge. Ach, guck mal jetzt mal, da müssen noch alle Kissen und die Matratzen rein. Haben wir noch irgendwas, Anna? Irgendwas, was in Enge? Haben wir noch... Das kannst du, wenn du willst, noch da reinmachen. Ja, ich weiß auch, komm. Jo, dann sollen wir die Bettwäsche auch in den Anhänger machen? Ja? Ja, dann komm. Passt auch noch. Das sieht wild aus. Sieht gut aus? Ja. Wir sind schon beide von denen drin, ne? Ja. Was genau da drin ist, zeigen wir euch, wenn wir auf dem Campingplatz sind. Wenn alles aufgebaut ist, kann man das auf jeden Fall besser zeigen, wie wenn das hier nur rumliegt. Ja. Gehen wir jetzt zum Urlaub? Ja, machen wir. Wird um 5 Uhr los. Fast pünktlich. So, wir sind jetzt hier an der Grenze zur Schweiz, noch 20 Kilometer bis zur Schweiz. Wir haben eine Vignette geholt jetzt hier an der Tankstelle und die Anna hat Durst. Ich muss da oben jetzt Wasser rausholen. Oh. Boah, sieht ja wieder gut aus. Die Kinder haben ganz schön die Sau rausgelassen im Auto. Die Mama hat aber wieder aufgeräumt. Ich klebe die Vignette jetzt auf. Anna, ist egal, wohin man die Vignette aufklebt. Ich probiere mal lieber. Man kann die auch hier hinkleben. Wo rennst du rum, Junge? Es regnet. Juhu! Ach, naja, gucken wir mal. Wie wir das hinbekommen? Zelten ist ein Abenteuer, Kinder. Was soll man machen? Was macht man denn, wenn hier Gegenverkehr kommt? Keine Ahnung. Was, Jo? Schön? Oh ja, siehst du das? Da fährt eine Seilbahn. Jo. Ist das ein Tisch? Noah, siehst du das? Da fährt eine Seilbahn vom Berg. Cool. Spitze gerade runter. Mama, kann man nicht mehr. Das ist aber nicht unsere, da darfst du nicht dran, okay? Perfekt. Jetzt hat es aufgehört zu regnen, wir bauen jetzt hier das Zelt auf und dann räumen wir die ganzen Sachen mal da rein. Ist ganz schön hier. Fängt gerade wieder an. Ja?
Ja, ich komme. Warte. Auf das Vlies hier rein? Ja, ja, genau. So. Ich habe mir so ein Vlies geholt. Das ist so ein Gewebe. Das belüftet die Matratzen von unten so ein bisschen. Hier, so sieht das aus. Das ist 1 cm dick. Ich verlinke das mal in der Videobeschreibung. Ich bin gespannt, weil als wir das letzte Mal 2 Nächte da geschlafen haben, war eine Matratze von unten so ein bisschen klamm und danach haben wir das geholt. Ich hoffe, das kann da 2 Wochen liegen bleiben und es passiert nichts. Hier ein bisschen spartanisch eingerichtet, muss man sagen. Am Gardasee werden wir das anders machen. Da richten wir uns so ein, dass wir da gut 14 Tage leben können. Und hier leben wir ein bisschen aus den Euro-Kisten hier. Ich muss sagen, ich bin schon gut müde. Wir sind um 4 Uhr aufgestanden, hier hingeheizt und jetzt hier alles aufgebaut, ein bisschen was gegessen. Ich werde heute gut schlafen. Junge, du hast mich erwischt. Ich bin getroffen, Mama. Schon wieder ist am Donnern unterwegs und wir gehen jetzt zurück zum Zelt. Vielleicht kriegt das Zelt ja heute seine Feuertaufe. Komm schnell, es regnet. Kommt! Kommt, ihr Haiopai! Da ist ein Bull! Da ist ein Bull! Wo? Ein Bull! Wo ist ein Bull? Fertig! Verausgabt! Schnell ins Zelt! Schnell ins Zelt! Komm schnell! Ja, da kommen wir. Vielleicht machen wir besser die Seite auf da, als die. Da steht ein Tisch. Was hat er getan? Es regnet und donnert. Und es ist cool. Ist auf jeden Fall mehr Platz als im Wohnmobil. Jo. Mach mal so, dann siehst du, mach mal deine Haare. Versteht ihr das YouTube? Ja. Basti ist am Tanzen. Wir zeigen euch, ich denke mal morgen oder was, was wir alles dabei haben. Weil wie gesagt, wir sind hier sehr, 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 sehr spartanisch eingerichtet. Wir sind sehr spartanisch eingerichtet hier. Und wir haben den Regen gut überstanden. Das war viel Regen, muss man sagen. Da ist auch irgendwie das Zelt von innen so ein ganz klein bisschen nass geworden. Aber ich glaube, das ist nur irgendwie Kondenswasser oder sowas. Naja, wenn du da drüber fühlst, oben, fühl mal da gerade. Siehst du? Ja. Ja, aber das ist, glaube ich, irgendwie so Kondenswasser oder sowas. Das ist nicht nur alles gut bei dir. Ich glaube, das war bei euch auch ein Glas Wein zu viel. Das mache ich auch immer in der Schule. Ja, auf jeden Fall ist hier alles trocken geblieben. Morgen knallt die Sonne hier wieder drauf, dann wird das auch wieder antrocknen hier oder durchtrocknen hier drin alles.
trocken sein. ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video erstmal. Von unserem ersten Tag hier. In der Schweiz. In der Schweiz! Von Urlaub! Von Urlaub! Peace, Leute, bis dann, macht's gut. Oh, seid fleißig. 100% seid fleißig.